Auf die Plätze! Auch in diesem Jahr lockte der Sparkassencross wieder Deutschlands Topläufer nach Pforzheim. Die Zuschauer erlebten so Spitzensport hautnah. Doch auch für den Freizeitcrosser war das Geläuf gedacht. So wurden für die Teilnehmer je nach Alter Strecken zwischen 600 Metern und 10,2 Kilometer geboten. Und das bei strengem Gegenwind. Auch an der Strecke als Beobachter Olympiasieger Dieter Baumann. In seiner Funktion als Trainer will er den Crosslauf entsprechend nutzen. Es interessiert mich natürlich, was meine Athleten hier machen. Als Winteraufgabe, sage ich mal, ist natürlich für uns Crosslauf ganz wichtig. Und insofern, kleine Formüberprüfung, würde ich mal sagen. Crossläufe sind anspruchsvoll und kosten Kraft. Doch als Wintertraining sind sie gerade für Streckenläufer aller Distanzen optimal. Holen sie einen doch recht schnell auf den Boden der konditionellen Tatsachen zurück. Bin ich 800-Meter-Läufer und eigentlich grundsätzlich ein recht schlechter Crossläufer, halt eben wegen meiner Größe und ein bisschen von meinem Gewicht her. Und von daher war es eigentlich eine willkommene Abwechslung, halt den Trainingsalltag zu unterbrechen. Ich komme jetzt auch aus einer Phase von 3 Wochen, wo ich recht viel trainiert habe. Und von daher war es eigentlich eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag. Man muss Respekt haben vor Menschen, die sich freiwillig diese Tortur antun. Mancher kommt vom bloßen Zuschauen schon ins Schwitzen. Ob Strohballenhindernisse, die Karibikzone mit tiefem Sand oder der Anstieg zum Huchenfelder Hügel. Crosslauf ist kein Vergnügen, es ist harte Arbeit. Und dennoch kann es ganz großen Spaß machen, wenn das Umfeld stimmt. Ich finde Sparkassencross, das ist eine super Sache. Die sind immer super organisiert, tolle Strecken, tolle Leute. Und da sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Gutes Starterfeld und dann sind wir auch in Darmstadt und Neukirchen mit Sicherheit auch am Start.